Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zu Emergency 2.0 Modifikation Lüdenscheid, Linzing die Hauptwache. Und ja, bevor wir anfangen, erstmal an alle neuen Abonnenten herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr hier seid, und auch an die bestehenden Abonnenten, schön, dass ihr hier seid, dass ihr zuschaut. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir. Und bevor wir aber noch beginnen, ja, Leute, wenn euch der Kanal gefällt, hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Channel, dann seid ihr immer up to date und ihr werdet, ja, nichts mehr verpassen. Aber bitte Glocke nicht vergessen. Gut, dann legen wir mal los. Schauen wir mal, was denn da jetzt für ein neuer Einsatz reinkommt. Es ist übrigens im Game 6.45 Uhr. Schauen wir mal. B1. Ein Heimrauchmelder. Also wichtig ist mir bei so einem Heimrauchmelder, dass der piepst. Ja, es ist immer ganz wichtig. Nein, ich sage euch eins. Hier ist es immer ganz wichtig, so schnell wie möglich ein Löschfahrzeug hinzuschicken. Ja? Es ist immer ganz wichtig. Ich sage euch warum. Weil, sobald ein Fahrzeug ankommt, fängt schon dort eigentlich richtig übelst zum Brennen an. Ja. So, die Erfahrung. Ja, jetzt schaue ich gleich mal, hier kann man einen Hydrantenanschluss machen. Okay. So, jetzt schickt man aber noch ein ELW hin, aber schickt man erst jetzt hin. Okay, dann schauen wir mal. Mit diesen zwei Fahrzeugen sollte man eigentlich den Brand, denke ich mal, unter Kontrolle bekommen. Ich hoffe mal. So. Dann schauen wir mal. Theoretisch müsste jetzt als erstes das Löschfahrzeug ausrücken. Oh ja, jetzt geht's los. Oh ja, es brennt schon. Super, es brennt. Mist. Okay, gut. Ja, dann machen wir Folgendes. Dann schickt man noch ein HLF raus. Ja, und noch. Wo ist? Schickt man noch ein TLF raus hier. So, zack. Und ein TLF hier. Okay. Der Chemiepack ist eigentlich auch nicht weit weg. Okay. Sirene ist ausgelöst worden. Eieiei. Naja, hoffentlich kommt jetzt mal die Feuerwehr. Trari, trara, die Feuerwehr ist da, aber nicht jetzt. Ja, aber sie ist schon unterwegs. Also ich muss schon sagen, ja, die Fahrzeuge sind schon mega geil. Schaut schon echt super gut aus. Top gemacht. Also wirklich, ich muss immer eins sagen. Emergency 2.0 oder Emergency 20 oder Emergency 16.5 ist das Beste, diese Modifikation einfach. Oder mit Modifikation generell. Es ist auch wie bei Emergency 4. Machen die Modifikationen, machen das Game aus. Es ist wirklich so, also es ist so geil. Also, und ich finde, die Lüdenscheid ist wirklich eine hammergeile Modifikation. So, jetzt legen wir aber los. Okay. So, rüsten wir gleich mal mit Atemschutz aus und aussteigen lassen. Hier machen wir auch gleich mit Atemschutz und aussteigen lassen. So, dann lassen wir gleich mal eine Leitung legen. Hier auch. Und dann machen wir gleich mal eine Verteilung hier hin. So, der kann gleich das Löschen anfangen. Oh mein Gott. So, super. Okay, wir brauchen die Stadtwerke. Den Stördienst. Toll. Das heißt, wir haben jetzt nicht so viel Wasser zur Verfügung, wie wir eigentlich brauchen. Ja. Wird interessant. Magst du dir mal einen Schlauch nehmen? Oh, da brennt ein Boot. Okay, dann nehmen wir jetzt ihn hier. Er soll das Boot löschen, also runterkühlen. Atemschutz dran.
So, schauen wir mal, haben wir hier irgendwo noch einen Hydranten? Nein, wir haben. Oh, hier haben wir wirklich keinen Hydranten mehr. Kann es ja nicht sein. Wir müssen ein bisschen schnell sein, da sind verletzte Personen im Gebäude drin. Okay, wir haben keine. Ah, das ist natürlich interessant. Wir haben hier keine Leitung mehr. Doch, wir haben. Ich sehe hier. Schafft man das? Ja, theoretisch, oder? Ja, muss mal Leitung legen. Problem ist, wir haben jetzt einen Wassermangel. Ein Stördienst ist unterwegs, braucht noch ein bisschen. Ja, wir müssen aber, wir können jetzt nicht warten, dass uns jetzt Ring ausgeht, dass uns jetzt das Wasser ausgeht. Deswegen, denke mal, haben wir hier jetzt die nächste Leitung gleich gelegt und hier eine, ja, einen Verteiler. Und dann nehmen wir einen neuen Angriffstrupp. Ein Stördienst ist auch gleich da, der kann. Super, der kann gleich mal aussteigen. Na? Jetzt. ELW ist mittlerweile auch schon hier. Okay, jetzt brauchen wir einen Rettungsdienst. Ich weiß nicht, Patient. Also ist ein Patient drin. Also wir bestellen uns mal ein NRW hin. Und ja, ich weiß echt nicht, ist es ein Verletz, ist es eine verletzte Person? Ich weiß es nicht. Dann machen wir folgendes. Also ich zeige mal nochmals Rettung. Okay. So, Gebäude ist gelöscht. Jetzt müssen wir schnell reagieren. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Axt. Und dann machen wir mal das Gebäude auf. Ich weiß nicht, oder können wir so rein? Schauen wir mal. Ja, wir können so rein. Gut. Funkstreife bestellen wir uns auch gleich mal noch, ja. Ja, ich sag's ja. Also da geht's halt. Da geht's richtig ab, gell? Ja. Ja. Kommen wir mal. Notfallkoffer. Soll er sich drum kümmern? Ist da noch jemand drin? Ja. Oh, oh, oh. Okay, dem geht's aber gut. Wir haben mal nur eine verletzte Person. Wo ist er denn jetzt mit dem Notfallkoffer? Wo ist er mit dem Notfallkoffer hin? Ich sehe ihn nicht. Ah, hier ist er. Nee. Er hat doch den Notfallkoffer geholt. Ach, hier hinten hat er sich versteckt. Also, für letzte Person haben wir nur eine. Also, in Anführungszeichen eine. Schauen wir mal gleich. Ja, schauen wir mal, dass wir irgendwie stabilisieren. Denk mal, Rauchvergiftung oder sowas. Platzwunden, okay. So, Notarzt ist hier. Okay, wir brauchen gar keinen Notarzt. Wir können ihn gleich ins Krankenhaus bringen. Sehr schön. Dann lassen wir mal das Gebäude anschauen, ob auch alle Brandherde gelöscht sind. Weil kann ja natürlich sein, dass noch vielleicht irgendetwas brennt. Wir wissen es ja nicht. Und lieber schauen wir mal nach. Okay, perfekt. So. Jetzt wissen wir es noch. Dann müssen wir wieder verschließen, oder? Ja.
Ja, Gott sei Dank war die Feuerwehr schnell vor Ort. Also es konnte Schlimmeres verhindert werden. Ich schätze mal Schaden, denke ich mal so, ja, ich schätze mal Schaden, boah, ich schmeiß einfach mal so einen Schaden in die Luft, so 300.000, 400.000 Euro. Gut, das Boot hat anderen Schaden, ja, so 300.000, 400.000 Euro. Ja. Wird in der Zeitung drinstehen, dass eine verletzte Person ist und das ist Schadenssumme so circa 300.000, 400.000 Euro oder so circa 400.000 Euro. Und die Brandsachverständigen sind vor Ort dann, die schauen dann an, warum, also schauen das Gebäude an, warum überhaupt der Brand ausgebrochen ist, ja. So, Fahrzeuge sind aufgefüllt wieder, dann können die mal zusammenpacken, Entstörungsdienst kann auch abrücken. Das 4000er TLF haben wir nicht benötigt, das schickt Marker weg, die anderen können auch alle zusammenpacken. Da haben wir Gott sei Dank gut hinbekommen, das Ganze. Ja, was ist hier? Ja, super. Können Sie nicht entscheiden. Aber jetzt, ja. Mit Trank muss noch abgebaut werden. Ist ja noch was unterwegs. Ein NAW ist ja noch unterwegs. Der ist. Ne, ist das ein Neff? Aber wir haben doch ein NAW losgeschickt. Hm, komisch. Okay. Muss ich mal wirklich schauen. Ach nee, Schmarrn. NRW. Ich hab mich verlesen. Passt schon. So. Ja, dann der Nolatz kann auch abrücken. Brauchen wir nochmal. Jetzt werden wir gleich die Presse kommen. Naja, in der Regel ist es so, die kommen in die Presse, die machen dann noch Fotos und ja. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir hinbekommen. Ja, dann danke ich euch mal fürs Zuschauen. Und ja, denke mal, den Einsatz haben wir gut hinbekommen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wieder sehen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und ich bin draußen. Tschüss, Servus.